Hallo zusammen, JG Bonsai, neues Video. Es hat bis vorhin geregnet eigentlich und trotzdem möchte ich kurz ein Video über das Gießen machen. Und zwar, ich wurde ein bisschen gefragt wegen dem Gießen, wie ich das mache und ob ich auch gieße, wenn es regnet etc. Und über den möchte ich kurz etwas erzählen und dementsprechend aber auch kurz schnell etwas zeigen. Zuerst noch kurz, der Online-Shop ist eröffnet, es wurden auch schon Sachen bestellt und die ersten Kunden und es hat gut angefangen, das freut mich und ich hoffe der Nachschub, der kommt nächstens an. Ich möchte nicht, dass da plötzlich die Bestellungen nicht liefern kann oder so, weil es hat doch recht bestellt. An meine Kunden, die schon gekauft haben, ja, ihr werdet begeistert sein, wirklich von diesem Konzept, von diesem Düngen, von diesen Produkten. Wenn ihr das jetzt anfängt zu geben, wenn ihr mehrere Bäume habt, mehrere Bonsais habt, dann ist es ja vielleicht gut, wenn ihr es nicht auf allen Bäumen schon gibt, sondern auf dem größten Teil. Gebt ihr dieses neue Düngen, dieses Konzept, so wie es geplant ist, und bei ein paar Bäumen könnt ihr ja noch das alte Produkt auslaufen lassen auf diesen Bäumen und ihr werdet sofort den Unterschied merken zwischen diesem Konzept und was ihr vorhin hattet. Ihr werdet wirklich begeistert sein, das freut mich natürlich, weil Begeisterung steckt sich an und dementsprechend werdet ihr andere begeistern, dieses Produkt zu brauchen und zu verwenden, weil es halt einfach von der Entwicklung her und von der Gesundheit des Baumes und von der Handhabung momentan das wohl das Beste auf dem Markt ist. Falls Fragen sind, falls ihr Fragen habt, einfach bei mir melden. Ja, ich bin da und kann beantworten, falls etwas ist. Und ansonsten viel Spaß mit dem Produkt und ihr werdet begeistert sein. Gut, das Thema Gießen heute. Heute möchte ich kurz das Thema Gießen mit euch besprechen. Ich wurde gefragt wegen dem Gießen, ob ich täglich gieße und ja, ich kann eigentlich antworten, ich gieße täglich. Was vielleicht viele Leute auch nicht machen oder anders machen oder ist nicht zu gießen, wenn es regnet. Ich gieße wirklich täglich, auch wenn es regnet, gieße ich täglich. Aus dem Grund raus, das kann ich euch dann zeigen, was der Unterschied ist zwischen Gießen und Regen. Und das ist doch ein wichtiger Punkt. Das Problem ist, dass wenn es regnet, zwar vielleicht das Substrat ein wenig nass wird, aber eigentlich der Sauerstoff, dieser Austausch, was drinnen stattfinden soll, indem dass man eben gießt und unten das Wasser rauskommt, dieser Austausch, der findet eigentlich nicht statt bei Regen. Nicht in diesem Ausmaß, wie wir gerne hätten. Und aus diesem Grund gieße ich eigentlich täglich. Ja, jetzt kommt noch die Sonne raus, endlich wieder mal. Darum gieße ich täglich. Der zweite Grund, warum ich täglich gieße, ist natürlich das Dünger. Wir legen ja zum Teil Dünger drauf, egal ob jetzt in Körbchen oder was auch immer. Wir legen Dünger drauf. Und dieses Dünger braucht Wasser, damit sich es auseinanderlöst und dementsprechend ins Substrat reingeht und aufgenommen wird. Und mit Regen ist es nicht das gleiche wie Gießen. Da wird dieses Dünger wird nicht so nass und nicht so dementsprechend zersetzt, wie wir es gerne möchten, weil es einfach zu wenig Wasser ist. Und vor allem, wenn wir zum Teil Bonsais haben, wie zum Beispiel der hier, wo eigentlich wie ein Schirm macht über die Schale, dann ist es noch wichtiger, dass wir täglich gießen. Wichtig ist aber, dass wir ein gutes Substrat haben, dass das Substrat eben mineralisch ist, so wichtig, egal jetzt in welcher Mischung, aber dass es mineralisch ist, dass das Wasser durchlässt, aber aufnimmt, aber keine Wassersammlung bildet, das ist das Wichtige. Und dann kann man ohne Problem täglich gießen, auch wenn es regnet, das überschüssige Wasser, das läuft weg. Ob man jetzt gießt oder ob es den ganzen Tag geregnet hat. Der Unterschied ist einfach dieser Austausch vom Sauerstoff und die Aufnahme vom Dünger, dass das Dünger eigentlich zersetzt wird, passiert beim Gießen definitiv besser, als wenn man nur regnet. Also die Frage, ja, ich gieße immer auch bei Regen und ich empfehle das auch,
aber nur wenn ihr ein gutes Substrat habt. Ansonsten, wenn ihr noch diese schwarze Pampe habt, dann ist das natürlich anders, weil dort wird das so nass, zum Teil auch mit dem Regen, dass dann, wenn man gießt, halt das schon matschig bleibt und dementsprechend nicht gut wird. Aber sobald man auf einem guten Substrat ist, kann man wirklich gießen und dann hat man aber ein gutes Sauerstoffaustausch und man hat auch das Dünger, wo man dementsprechend mit Wasser zersetzt und vom Bonsai aufgenommen wird. Ich zeige euch jetzt kurz, wie ich bei 2-3 gieße. Ich werde jetzt nicht alle zeigen, aber bei 2-3 kurz zeigen, wie ich gieße und wie es dann bei mir aussieht, nachdem ich gegossen habe. Übrigens, ich habe vorhin mit Detonation Alpha gedüngt. Das heißt, ihr werdet sehen, wie mein Substrat aussieht nach dem Düngen, nachdem ich gedüngt habe, frisch gedüngt habe. Und ja, das ist eben das Schöne dran. Und optisch sieht es perfekt aus im Vergleich, wenn man frisch gedüngt hat mit anderen Produkten. Ich nehme euch jetzt kurz mit, mache es schnell parat, hole schnell den Schlauch und ja, gießen wir kurz zusammen ein paar. Bis gleich. Hallo, hier sind wir wieder. So, hier ist der Schlauch parat, hä? Ihr seht. Und hier sind die Bonsais und ihr seht mein Substrat, wie es aussieht. Also da habe ich vorhin gedüngt und das sieht dann so aus. Viel schöner, geruchslos, keine Körbchen, keine Würfel drauf, nichts. Und gießen wir jetzt. Ich habe heute jetzt die kurze mitgenommen, die kurze dran, manchmal habe ich die lange dran. Aber ja, ihr seht. Ja. Und jetzt gießen wir mal kurz zusammen. Und so, durch das Gießen, durch das, dass das Wasser unten rauskommt, gibt es diesen Sauerstoffwechsel. Und beim Regen, wenn es regnet, durch das, dass ja das Bonsai wie ein Schirm macht, landet das Wasser gar nicht mit diesem Druck auf das Substrat, so dass dieser Austausch überhaupt stattfinden kann, sondern das Wasser, was kommt, das fließt meistens am Stamm entlang runter und so wird einfach das Substrat zwar nass, aber falls ihr dann die Würfelchen hier oben drauf habt, auf der Seite, dann wird das eigentlich nicht so nass, damit es wirklich richtig aufgenommen wird. Und bei langen Regenphase, wenn man dann plötzlich dann nicht gießt, weil man sagt, es hat ja geregnet, dann ist es meistens die Phase, wo am Schluss die Würfelchen eigentlich fast gar nicht verbraucht worden sind, sondern zum Teil werden die dann weggenommen und wieder draufgelegt, neue, frische. Hier passiert das nichts, weder mit dem Düngerkonzept noch, wenn ihr natürlich täglich gießt, wenn ihr natürlich ein gutes Substrat habt. Also ich kann jetzt problemlos hier nochmal logischerweise gießen. Das ist gar kein Thema. Und ihr seht selber, wie viel Wasser. Ihr werdet jetzt sehen, wie das hier runterkommt. Und das überflüssige Wasser, das läuft einfach weg. Ich nehme noch dieses Holz weg. So, jetzt sieht man es vielleicht besser. Und wenn man so ein Substrat hat, dann läuft überflüssige Wasser weg. Und dann kann man auch problemlos nochmal gießen. Ja. Ihr seht, wie das Wasser auch gleich aufgenommen wird. Und ihr seht hier unten, wie das Wasser jetzt alles rauskommt, das Überflüssige. Und der Rest bleibt in der Schale. Aber wir haben einen sauberen Sauerstoffaustausch und das Dünger wird dementsprechend schön aufgenommen. Das Gleiche machen wir natürlich mit allen. Ihr seht wieder, wo das Wasser kommt. So, ihr seht, wo das Wasser rauskommt. Und so haben wir
definitiv ein Austausch. So gieße ich alle meine Bäumchen. Natürlich, wenn ich weiß jetzt zum Beispiel, dass wie der da hier, der kennt ihr ja auch, das machen wir ja zusammen, werden wir ja den noch gestalten. Wenn der hier zum Beispiel natürlich noch in so einer Erde drin steckt, dann ist die Situation anders. Aber ansonsten kann man wirklich problemlos so gießen, wenn man so ein Substrat hat. Und das machen eben viele Leute nicht, weil man sagt oder man denkt, es hat ja geregnet, es braucht es nicht. Ich wollte das mit euch kurz teilen. Schaut, dass ihr ein gutes Substrat hinbekommt, dann kann man problemlos gießen. Wie gesagt, ich kann jetzt hier nochmal drauf. Und das Überflüssige läuft einfach dann unten raus. Ihr hört es ja schon. Aber ich habe einen super Austausch, frisch gedüngt. Sieht so aus. Geniales Zeug, geniale Resultate. Ihr seht selber. Übrigens, der da hier habe ich ja, schaut mal, wie der schon wieder aussieht. Und ich hatte ihn vor 3 Wochen geschnitten. Alle 4 Wochen wird er etwa geschnitten. Also Farbe bombastisch, gesund, kein einziges gelbes Blatt. So sind alle von dem her, ja? Gut, passt, das war kurz zum Thema Gießen und bis zum nächsten Video. Ciao zusammen!